In diesem Video zeige ich dir eine der spektakulärsten Partien der Schachgeschichte. Es ist die Partie zwischen Grigori Serbe, Großmeister, und Johannes Nikolaidis aus dem Jahr 1993, gespielt in St. Petersburg. Was macht diese Partie so besonders? Wir werden sehen im Verlauf der Partie, opfert Weiß im Prinzip alle seine Figuren. Ich würde sagen, wir starten mit der Eröffnungsphase. C4, G6, E4, Läufer G7. Wir sehen, das führt hier zum Königsinder. Und nun Springer G2, weil es hat viele Möglichkeiten, gegen diese Eröffnung zu spielen. Springer G2, kein Hauptzug, aber sicherlich auch eine Möglichkeit. Der Springer zieht nach G3 und unterstützt von dort das Zentrum. C6, Läufer E2, A6, beide Seiten entwickeln ihre Figuren, beziehungsweise Schwarz versucht nämlich Raum zu gewinnen. Jetzt H5, ein bisschen ungewöhnlich, aber gar nicht so untypisch, hier die Idee, den Springer auf G3 zu befragen. Und jetzt spielt Weiß F3, B5. Schwarz spielt also an den beiden Flügeln bisher, sowohl am Königsflügel als auch am Damenflügel. Und Weiß zieht jetzt mit C5 vorbei. Das ist ganz interessant. Er hätte auch kurz rochieren können, aber er wollte hier Raum gewinnen am Damenflügel. D schlägt C5, D schlägt C5, jetzt Dame C7. Vielleicht wäre es schlau gewesen, erst einmal H4 einzuschalten, was den Springer nach F1 zurückdrängt. Aber Schwarz verpasste diese Möglichkeit. Jetzt Dame C7, kurz rochade, H4 und Springer H1. Das ist übrigens ein typisches Manöver, was man häufig im Königsinder sieht, dass der Springer über H1 und F2 zurück in die Partie findet. Soweit so gut, Springer H5, Dame D2, E5, Springer F2, Springer F8, beide Seiten manövrieren sehr viel. Wir sehen, Schwarz hat noch nicht seinen König in Sicherheit gebracht und das wird ihm jetzt gleich ein wenig zum Verhängnis werden. Denn jetzt geht es so richtig los. Ich bin relativ schnell durch diese Eröffnungsphase gegangen, weil ich auch gerne zu den kritischen Momenten kommen möchte. A4. Sinnvoller Zug, möchte die A-Linie öffnen für den Turm. Schwarz lässt das nicht zu, spielt B4 und sagt: Nun gut, ich lasse die A-Linie geschlossen und greife deinen Springer an. Möchtest du ihn jetzt nach D1 oder B1 zurückziehen? Nein, natürlich nicht. Was war hier die weiße Idee? Was hat Weiß nun gespielt? Und du kannst hier aktiv mitmachen und das Video anhalten. Es geht selbstverständlich nach vorne. Und was du dir hier mitnehmen kannst aus dieser Partie und generell, ist, wenn der König deines Gegners noch im Zentrum steht, dann heißt es, Linien zu öffnen, Diagonalen zu öffnen, aber vor allem Linien zu öffnen für die eigenen Schwerfiguren. Und dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass solche Opfer möglich sind. Hier dieses Springeropfer. Der Springer muss geschlagen werden, sonst wäre er einfach viel zu stark. C schlägt D5, E schlägt D5. Und hier wurden jetzt nicht Linien geöffnet, aber Weiß bekommt einen anderen Vorteil, bekommt zwei weit vorgerückte verbundene Freibauern. Verbundene Freibauern sind häufig ein sehr starker Trumpf und so ist es auch hier in dieser Stellung. Ein anderes Problem ist, dass Schwarz nicht so wirklich seine Entwicklung fortsetzen kann. Der Springer steht jetzt im Weg und verhindert, dass Schwarz kurz rochiert. Schwarz versucht jetzt, diese Probleme anders zu lösen, indem er F5 spielt. Auch seinem König hier eine Route gibt, um zu entkommen aus dem Zentrum. Und außerdem droht F4 und der Gewinn des Läufers. Weiß spielt D6, attackiert die Dame und Dame C6. Und jetzt hat es erst einmal den Anschein, als wäre der weiße Angriff ein wenig ins Leere gelaufen, die Bauern sind blockiert, aber Weiß hatte sich etwas dabei gedacht. Wie geht es jetzt weiter? Und auch hier kannst du gerne das Video anhalten. Es kommt natürlich in der unsterblichen Opferpartie das nächste Opfer. Läufer B5, ein wunderschöner Zug, um jetzt auch die A-Linie zu öffnen und die Schwerfiguren ins Spiel zu bringen. Schwarz muss natürlich den Läufer schlagen, sonst würde er die Dame hier verlieren. Und jetzt sehen wir die Idee, es ist ein Doppelangriff gegen die Dame und auch gegen den Turm auf A8. Und das Problem für Schwarz ist, dass nach Dame B7
Weiß noch fortsetzt und jetzt hat er sogar drei verbundene Freibauern auf der B, C und D Linie und das ist einfach zu viel des Guten. Falls jetzt Dame B8, um den Turm noch weiter gedeckt zu halten, dann kommt Dame D5 und das ist einfach überwältigend hier. Die drei Bauern sind nicht zu stoppen. Wir können ja einmal sagen, Turm schlägt A1, Turm schlägt A1. Ja, Weiß hat zwei Figuren weniger, aber mit diesen drei Bauern und C7 droht oder ist eine Idee, zumindest D7 ist eine Idee. Hier hat Schwarz keine Chance mehr. Zurück zur Partie, es folgte Dame schlägt B5, also jetzt kann Weiß den Turm auf 8 schlagen und damit hat er auch schon das geopferte Material zurückgewonnen für den Moment, denn er hat jetzt einen Turm und mehrere Bauern für die beiden Leichtfiguren, also materiell gesehen steht er schon mal nicht schlechter, plus der Angriff geht natürlich weiter. Dame C6, Turm F1, logisch, wir wollen alle Figuren in den Angriff führen, wir wollen alle Figuren aktivieren und der zweite Turm kommt jetzt auch ins Spiel. F4, aber Moment mal, Schwarz hat auch noch Ideen, möchte hier diesen Läufer gewinnen, der kein Feld zur Verfügung hat. Serber mit Weiß sagt, du kannst den Läufer haben, ich aktiviere hier meine Figuren weiter, Turm 1 A7. Und jetzt gibt es auch Ideen wie Turm E7 Schach oder auch Turm schlägt G7. Gut, der Läufer ist im Moment noch gedeckt, aber der Turm so oder so ist hier eine starke Figur auf der siebten Reihe. Wenn Schwarz auf E3 schlagen sollte, dann wäre tatsächlich Turm schlägt C8, Dame schlägt C8, Turm E7 Schach, König D8 und Dame schlägt B4 vernichtend. Denn Dame B6 oder Dame A5 lässt sich hier nicht mehr sinnvoll stoppen. Stattdessen spielte Schwarz den, wie ich finde, logischen Zugspringer D7. Und wie kann es jetzt weitergehen? Das ist nochmal ein kritischer Moment, denn Schwarz droht zu entkommen mit der kurzen Rochade und dann wäre die Situation nicht mehr so klar. Also, du bist nochmal gefragt, Weiß am Zug, wie geht es weiter? Und im Prinzip, immer wenn ich diese Frage stelle, dann opfert Weiß Material. Wie soll es auch anders sein in dieser unsterblichen Opferpartie? Turm schlägt C8 und das ist wirklich ein wichtiger Zug. Wenn Weiß hier nicht energisch weiterspielt, dann ist die Sache nicht so eindeutig. Turm schlägt C8, Dame schlägt C8 und die Idee ist es jetzt, dass Weiß, und das ist wichtig, und ich hoffe, du hast diesen Zug auch gesehen, dass Weiß jetzt mit Dame D5 verhindert, dass der schwarze König sich aus dem Zentrum entfernt. Und auch das eine Technik, die du selber in deinen Partien anwenden kannst, indem du, wenn möglich, eine Figur so hinstellst, dass ein Feld hier kontrolliert wird, auf das, also so dass der Gegner nicht mehr rochieren kann, weil natürlich können wir nicht durch Schach rochieren. Und genau das tut hier Weiß. Dame D5 kontrolliert das Feld G8 und damit kann Schwarz nicht rochieren. Gut, dann würde er hier auch im Schach stehen. Was macht Schwarz? Er schlägt natürlich eine weitere Figur, hier den Läufer auf E3 und jetzt hat Weiß wiederum zwei Figuren weniger. So schnell kann es gehen, aber er hat natürlich hier die verbleibenden Figuren sind allesamt im Angriff und er steht hier auf Gewinn, wie wir auch anhand der Engine-Leiste links sehen können. Hier wäre das einfache, sage ich mal, Springer D3 auch ganz gut gewesen, aber Serber geht einen anderen Weg und spielt Dame E6 Schach. König D8 läuft ins Matt, Dame E7, deshalb König F8 und auch hier hätte man wiederum den Springer ziehen können. Aber Serber hat sich gedacht, komm, ich opfer einfach munter weiter. Turm schlägt D7. E schlägt F2 Schach und hier darf man jetzt den Bauern nicht schlagen, denn dann könnte Schwarz mit Schach auf C5 schlagen. Und so schnell kann sich das Ganze umkehren. Auf einmal würde hier Schwarz tatsächlich im Angriff matt setzen. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Ich zeige das einmal. Das finde ich hier auch spannend, wie sich so schnell das Blatt wenden kann. Und jetzt auf einmal Schwarz hier nicht nur ein Dauerschach hat, sondern tatsächlich sogar gewinnt aufgrund dieses Opfers. Und Schwarz ist derjenige, der opfert und letztendlich hier zum Sieg kommt. Deshalb König F1, um dieses Schachgebot nicht zuzulassen. Und natürlich ist jetzt Dame F7 eine sehr starke Drohung. Aber Schwarz spielt Dame E8. Und was jetzt? Sieht so aus, als würde es nicht weitergehen. Und du bist noch einmal gefragt. Halte auch hier das Video an, nutze das als Training für dich.
Ja, ich habe es ja schon vorhin verraten. Immer wenn ich diese Frage stelle, Opfer weiß Material. Er hat hier nicht mehr viele Möglichkeiten, Material zu opfern, aber einer geht noch. Turm F7 Schach ist ein wunderschöner Zug. Turm E7 wäre nicht so überzeugend, beziehungsweise überhaupt nicht überzeugend, denn Schwarz spielt Dame B5 Schach und es kommt wieder zu diesem Mattangriff, den wir eben auch schon gesehen haben. Also das funktioniert nicht. Es muss hier mit Schach erfolgen. Turm F7, Dame schlägt F7 und jetzt Dame C8 Schach. Und jetzt hat Weiß wirklich alle seine Figuren geopfert, außer der Dame. Aber gut, die kann er jetzt natürlich nicht noch hergeben und spielt D7. Das ist der Punkt. Der Bauer ist hier der Held in der weißen Stellung, denn Weiß bekommt jetzt die schwarze Dame. Gut, Schwarz könnte auf C8 schlagen, so oder so nimmt sich das nicht viel. Dann bekommt Weiß eine neue Dame und das sehen wir ähnlich auch gleich in der Partie. König F7 wurde gespielt, jetzt schlägt Weiß auf E8 und wir schauen uns einmal das Material an. Schwarz hat Turm, Läufer und Springer und Weiß hat die Dame. Aber das Problem für Schwarz ist, dass sein König relativ offen ist und Weiß immer noch diesen starken Freibauern hat. Und deshalb ist die weiße Stellung gewonnen. Wobei hier Weiß nach wie vor Präzision walten lassen muss. Turm E7. Und jetzt, was spielt Weiß jetzt? Nun gut, er opfert die Dame, wobei man kann nicht wirklich sagen, dass es ein Opfer ist, C6. Aber Serber schafft es hier wirklich, jede einzelne Figur zum anzubieten, dass sie geschlagen werden kann. Schwarz kann die Dame nicht gut schlagen, denn dann bekommt Weiß im nächsten Zug eine neue Dame. Ja, wunderschön gespielt. Und auch der einzige Gewinnweg. Und generell die Qualität dieser Partie oder zumindest die weißen Züge ist extrem hoch. Das hat mich auch überrascht. Denn häufig, wenn man so spektakuläre Partien sieht, dann sind da doch relativ viele Fehler noch irgendwie drin. Aber hier, Weiß hat wirklich hervorragend diese Phase der Partie behandelt. E4, Schwarz versucht das Gegenspiel zu suchen. E3 und droht jetzt selber. E2 gefolgt von E1. Und Weiß muss wieder akkurat spielen. Wie geht Weiß mit dieser Drohung um hier? E2 gefolgt von E1. Nochmal bist du gefragt. Weiß am Zug, halte gerne das Video an. Da gibt es im Prinzip nur eine sinnvolle Möglichkeit, nämlich Dame D5 Schach. König F6. Der König muss nach vorne ziehen, sonst zieht Weiß mit Schach um. Dame D6 Schach. König F7. Dame D5 Schach. König F6. Dame D6. Und tatsächlich, Weiß opfert alle seine Figuren in dieser Partie, denn jetzt wird die Dame geopfert. Die Dame wird gegen den Turm geopfert, wobei das natürlich jetzt keine schwierige Kombination war, denn Weiß bekommt anschließend direkt die neue Dame. Warum musste das Weiß jetzt tun? Einfach nochmal zur Illustration. Wenn man hier direkt umwandeln würde mit C8 Dame, dann hätte man zwar zwei Damen, aber Schwarz spielt E2 Schach, holt sich selber eine Dame und setzt direkt matt. Das wäre also der falsche Weg. Und jetzt hat Weiß einfach deutlich mehr Material und der Rest der Partie muss man noch ein bisschen Vorsicht walten lassen, aber das schafft Weiß hier, schlägt jetzt auf G6. So, letzter Trick, E2 Schach. Wie würdest du darauf reagieren? Man muss bis zum Ende auf der Hut sein. Nicht den Bauern auf E2 schlagen, sondern den Bauern auf F2. Hier kommt eine Gabel und Schwarz gewinnt. Also König schlägt F2, Läufer E3 Schach, letzter Versuch. Hier, wenn man den Läufer schlägt, kann Schwarz umwandeln. Wenn man den Bauern schlägt, kommt wieder die Gabel. Aber Weiß zieht ganz entspannt nach König E1. Und jetzt hatte Schwarz genug gesehen. Ja, was für eine unglaubliche Partie hier von Grigori Serba gegen Ioannis Nikolaidis. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, diese Partie zu präsentieren. Weiß hat es wirklich geschafft, jede einzelne Figur zu opfern und das, wann sieht man das mal? Absolut spektakulär. Ich hoffe, dir hat die Partie auch gefallen. Ich hoffe, du hast mitgemacht und das auch als Training für dich genutzt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du gesehen hast. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir die Partie gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann wirst du für zukünftige Videos benachrichtigt und wir sehen uns dann bald wieder. Mach's gut, ciao.